echt so eine Sache, wo es passieren könnte, dass du es nicht magst. Also es mögen halt echt nicht viele Leute. Ich find's geil. Also, der muss jetzt durch und der wird aufgegessen. Schön, Sie damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist mal wieder an der Zeit. Heute gibt es eine neue Folge. Ich esse einen Tag lang wie. Und heute esse ich wie Lucia. Ihr kennt Lucia bestimmt. Also mit der haben wir schon öfters was gemacht. Zum Beispiel von unserem anderen Kanal Max und Chris. Da hast du schon öfters mal dabei gewesen. Und sie ist einfach ein super sympathisches und nettes Mädchen. Ich habe sie gefragt, kann ich einen Tag lang essen wie du? Und sie hat ja gesagt. Und deswegen machen wir uns da jetzt gleich auf den Weg zu Lucia. Ich bin gespannt. Hoffentlich gibt es dieses Mal. Wirklich dieses Mal einmal Frühstück. Gab es bis jetzt immer noch nicht richtig. Ja? Bin gespannt, vielleicht ist sie auch keine Frühstückerin. I don't know. Auf jeden Fall kommen die, ich esse einen Tag lang wie, immer sehr gut bei euch an. Und deswegen freut es mich umso mehr, falls ihr jetzt im Video gerne einen Daumen nach oben da lasst oder den Kanal abonniert. Denn über 80%, die dieses Video hier sehen, haben den Kanal noch nicht abonniert. Also bitte joint den Bulls und abonniert diesen Kanal. Es ist einfach ein Klick, falls euch das Video gefällt. Lasst einen Daumen nach oben da, ist auch nur ein Klick, ist alles kostenlos hier. Und jetzt sehen wir uns dann gleich bei Lucia. Bitte gibt's Frühstück. Hallo. Hi. Was geht? Alter, Lucia, geile Wohnung. Dankeschön, danke. Echt schön. Was machen wir heute Schönes? Was gibt's zum Fooden? Gibt's geile Sachen? Ja, hoffentlich. Ich war gerade noch am Spielen. Gibt's Frühstück? Es gibt Frühstück. Gab sonst nie Frühstück. Es gab nie Frühstück? Nee, Mann. Es wurde immer gesagt, ich frühstück nicht. Natürlich richten Sie ein paar geil. Schuhe aus. Excuse me, ja, okay. Ein sauberer Haushalt hier. Okay, sorry. Aber nee, echt schön. Also, Dankeschön. Geil. Und was gibt's? Es gibt viel, Tatsache. So. Es gibt viel, du hast nur keinen Küchentisch. Das ist halt noch so ein bisschen, man merkt es vielleicht, ich bin vor kurzem erst umgezogen. Das ist alles noch etwas sporadisch. Aber du, also man muss sagen, wo sie wohnt, ist eine geile Lage so. Dankeschön. Ist echt schön. Die Lage macht's, ne? Also es ist, die Wohnung ist ein ja. Superton, aber ein schöner. Ja, aber Altbau halt auch noch, ne? Ja. Schon geil. Also ich will mich nicht beschweren, aber deswegen müssen wir ein bisschen improvisieren. Ich würde sagen, wir legen jetzt los. Tada! Und da hat schon jemand reingebissen, aber das war ich. Zopf, oder was? Ja. Ist es dein Lieblings... Lieb's. Frühstück? Zopf ist also, schon geil. Ich habe schon ewig keinen Hefezopf mehr gegessen, glaube ich. Ich nehme auch freiwillig den angeknabberten. Ja, kein Problem. Tust du da irgendwas drauf oder sehr so? Oder? Ja, ich bin so ein Mensch, ich esse das eigentlich mit gar nichts. Mit gar nichts? Okay. Aber ich habe auch Marmelade, also ich wollte dich da nicht hängen lassen. Nee, wenn du gar nichts isst, dann esse ich auch gar nichts. Das ist kein Problem. Und dazu gibt's Kakao. Ach, kein Kaffee? Kein Kaffee. Nee, ich trinke kein Kaffee. Ich mag sowas alles nicht. Ich trinke nur Kakao. Kommst du damit klar? Ja, ich komme damit klar, aber ich liebe halt Kaffee. Aber ja, ich komme damit klar. Kakao ist schon auch geil. Kalt oder warm ist das jetzt die andere? Kalt. Kalt. Geht auch. Ich trinke nur kalten Kakao. Okay. Okay, und wo setzen wir uns hin? Auch aufs Sofa? Oder? Ja, also ich... Einmal Sofa, einmal... den Stuhl, den hatten wir auch mal, Lul. Ja. Ja. Wohnplatz. Feel free. Genau. Feel free. Gut, guten Hunger und Prösterchen, ne? Mhm. Auch nochmal. Richtig vitaminreich ist das Ganze ja nicht. Also wenn du jetzt irgendwie so eine Smoothie-Board oder sowas erwarten hast... Hätte ich eigentlich gedacht, Lucia. Ja. Aber finde ich gut, oder, dass man sowas hat. Oder Haferflocken oder so, oder keine Ahnung, Porridge oder so. Sowas in die Art. Du trainierst ja eigentlich viel und keine Ahnung. Ja, ich weiß, aber dann brauche ich auch ein bisschen Kohlenhydrate. Ja. Ein bisschen Zucker. Dafür wird das Mittagessen voll gesund. Echt? Weiß ich nicht. Ja, wir gehen nachher noch essen. Wohin? Aber wir wissen es noch nicht. Wir wissen es noch nicht. Es ist immer so eine Bauch... weiß es noch nicht. Essen ist auch eine Bauchentscheidung. Das kann man ja nicht planen. No. Es gibt so Sachen im Leben, die kannst du nicht vorhersehen. Nee. Liebe, Beziehung, Essen. Tod. Schön. Schön, ja. Frühstückst du allgemein viel oder eher nicht so? Doch. Ich mag schon... Also ich dehne alle Mahlzeiten eigentlich ganz gerne aus. So. Mag ich grundsätzlich gerne. Gut und lang zu essen. Aber du isst auch dreimal am Tag. Oder gibt es auch Tage, da isst du mehr oder einfach mal gar nichts? Oder? Ich bin eigentlich eher so snackmäßig unterwegs. Ich bin eigentlich jemand, der habe halt nicht so viel Geduld manchmal und dann esse ich halt über den Tag verteilt unglaublich viele kleinere Mahlzeiten. Kenne ich, ja. Weil manchmal auch die Zeit fehlt, jetzt irgendwie dreimal die Woche einen Sauerbraten zu kochen. Würdest du sagen, du ernährst dich gesund? Ja, Overall? Ja, das ist jetzt kein gutes Beispiel. Das aber so. Sieht jetzt blöd aus, wenn ich jetzt sage, ja. Overall. Schon. Overall würde ich schon sagen, ja. Also ich esse halt unglaublich gerne Obst, wenn ich esse zum Beispiel Obst lieber als Schokolade. Das ist krank. So. Ja.
und Gemüse teilweise sogar lieber als Chips. Also. Ach, ich habe schon ewig kein Karma mehr. Schon eigentlich ziemlich geil. Ja. Ja, guck mal hier, bist du richtig verwöhnt. Mhm. Top, beste Entscheidung meines Lebens. Wieso, was musst du denn bis jetzt immer essen? Zum Frühstück? Mhm. Gar nichts. Hm? Wen wollten die? Also es gibt, also ich bin eigentlich auch ein Frühstücker, aber ich esse halt nur so Joghurt und sowas. Okay. Aber sonst, zum Beispiel Chris, Carina und so, die wollten gar nichts essen. Die frühstücken halt einfach nicht. Die stehen halt später auf. Okay, also die machen direkt Mittagessen sozusagen. Ja. Ja, und meine Freundin, die war so, frühstückt schon auch mal gern. Also halt unter der Woche halt auch nicht so. Okay. Arbeit und keine Ahnung. Ja, es ist halt auch eine Typsache, ne? Hm. Frühstückt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir gehen jetzt Mittagessen. Richtig. Hast du schon wieder Hunger? Ja, ich habe schon wieder Hunger. Ich kann viel essen. Das ist gar kein Problem. Ich sollte nicht viel essen, aber ich kann viel essen. Wir gehen jetzt zum Herr Pimok. Genau. Und treffen uns da auch mit Chris und Carina. Jetzt gibt's was Deftiges. Was Deftiges? Also, weil das Frühstück so leicht war, gibt's jetzt was mit so leicht. Sie hat gewählt. Ja. Ich weiß nicht was. Was denn? Sag ich dir noch nicht. Aber also ich weiß nicht, es ist halt echt so eine Sache, wo es passieren könnte, dass du es nicht magst. Also es mögen halt echt nicht viele Leute. Ich finde es geil. Also. Hä, aber hat es mit Fleisch oder gar nichts mit Fleisch zu tun? Lass dich überraschen. Oh Gott, lass Alter. Dich überraschen. Okay, wir bestellen jetzt auf jeden Fall Getränke. Das wird auch eine Überraschung. Ja. Weil Chris und Carina sind noch gar nicht da. Ja, die brauchen wieder. Die sind wie immer zu spät. Mann. Chris und Carina sind mittlerweile auch da. Lucia hat gerade bestellt. Was sagt ihr? Mag ich die Bestellung oder mag ich es nicht? Ich hab's gar nicht genau gehört. Lucia. Was hast du bestellt? Ich habe einen Ziegenkäse-Beefburger bestellt. Oh, Max. Der ist so gut hier mit Honig-Senf-Soße. Aber du magst keinen Ziegenkäse? Das schmeckt. Ich hab in Frankreich habe ich mal Ziegenkäse auf so eine Käseplatte gegessen. Da habe ich wieder ausgespuckt. Weil ich dachte, das schmeckt nach. Na, aber es gibt unterschiedliche. Manche sind so, also alte Ziegen, die schmecken halt intensiver. Ja. Schmeckst du das raus? Mich kannst du auch mit jagen. Ja, auf jeden Fall, also. Ding hat noch eine Fassbrause bestellt bisher. Ist auf jeden Fall geil. Sehr lecker. Damit kann man es runterspülen. Und Pommes mit Mayo. Pommes geht immer, Max. Der muss jetzt durch. Und der wird aufgegessen. Ja, echt so. Nichts wird hier liegen gelassen. Mit Ziegenkäse, den tun wir nicht runter. Nee, genau. Ach du Scheiße, der bleibt drauf, Alter. Nee. Okay. Bist du bereit? Oh, fuck. Ja. Ich will deine Reaktion sehen. Also ich weiß, wie wird es schmecken. Wo ist ein Ziegenkäse? Ist es oben drauf, überall. Oder? Überall. Da unten, da, ja, unten. Ach, beiß einfach rein. Und? Ja, schmeckt gut. Naja. Aber ich finde gut aussehen, tut er. Also, ja, es sieht schon gut aus. Das Senf dann auch. Machst du Senf? Okay. Ja, also. Hättest du lieber meine Wahl genommen heute? Ja, hätte ich schon lieber Currywurst gehabt. Aber es schmeckt nicht so intensiv. Ja. Also, es geht schon klar. Also, das ist schon sehr, sehr guter Burger. Sehr guter Burger. So, was machst du hier Feines? Ja, wir sind jetzt im Clayt-Büro, Leute. Und ich schmiere für uns unser Abendessen. Und zwar gibt es Nutella-Brot. Mein ganz klassisch. Lieblingsabendessen. Ja, einfach Nutella-Brot. Aber ich muss feststellen, wir haben wieder unterschiedlichen Geschmack. Also, warum ohne Butter? Weil mit Butter einfach verboten ist. Nein, also, das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Ohne Butter, mit Butter ist einfach tausendmal geiler. Aber wirklich tausendmal. Lüge. Nein, das ist einfach wahr. Lüge. Guten Appetit, Stößchen. Klipp unten bei den Nutella. Oh, am Kühlschrank? Nein, an einer Butterbrot-Unterseite. Wir haben ja gar nicht gesnackt. Es gab ja gar nichts. Es gab kein Eis, es gab kein, keine Ahnung, Würstchen, es gab ja gar nichts. Ja, das ist richtig. Das Ding ist halt, also gut, erstmal waren Frühstück und Mittagessen ja wohl schon deftig genug. Ja, war schon. Also es war schon eine Ladung. Ja. Und ich esse halt auch, ich mag halt auch so Keks oder so. Finde ich jetzt nicht so der Fan. Was mit Chips oder so? Ja, aber wenn, dann fetzt sich halt auch eine ganze Packung. Also ich bin jetzt niemand, der sagt, ja, ich esse jetzt 50 Gramm Nüsse, so. Sondern dann geht's halt auch richtig zur Sache. Die Packung, und dann, ja, dann spare ich mir das halt lieber komplett. Nutella-Brot dafür jetzt? Ja. Und sonst nichts.
Obst, hier ist voll viel Obst dazwischen. Gut, das haben wir jetzt hier nicht im Büro. Das haben wir jetzt nicht im Büro, aber ja, also ich will es auch gerade nicht. Ich kann dir nur einen Orek anbieten. Ein Bierkaff oder eine Halskette oder so. Das oh du, danke. Gibt's alles auf great.de. Link dazu in der Beschreibung. Ja. Aber es ist trotzdem geil. Auch wenn es ohne Butter ist. Ich mag halt einfach mit Butter. Es gibt ja zwei Teams immer. Ja, die es ohne Butter essen und die komischen. Ja. Aber der Ziegenkäse bei mir, der hat mich übergekillt. Der hat mich gekillt und der war richtig geil. Und du hast nicht mehr ganz oft gegessen. Frechheit. War so groß. Ja. Aber egal, sonst war es eigentlich ganz lecker. Heute Morgen fand ich es sehr geil. Danke. Ja. Und dann finde ich auch gut. Das finde ich auch der Kraftplatz. Der Kraftplatz. Was mit Weißbrot? Nutella Weißbrot. Das war auch, eigentlich auch schon gut. Nein, das ist zu pervers. Man muss schon ein bisschen. Dann zumindest vollkommen rot. Wenn schon Nutella, dann vollkommen rot. Und wenn es nicht zu hart übertreiben lässt. Immer die Waage halten. Wie bei Burger mit Pommes. Das war ein Tag lang Essen wie? Bis wieder. Auf jeden Fall. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Hat mich sehr gefreut. Ja, danke. Danke. Alles Socials. Was? Danke für den Burger. Ja, danke dafür, dass du mich empfangen hast sozusagen. Und ja, alle ihre Socials sind in der Beschreibung verlinkt. Instagram, YouTube. Schaut gerne bei mir hier vorbei. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja. Und guten Hunger. Guten Hunger. Dann möchte ich noch was abschließend sagen. So. Bleibt gesund und seid lieb zu euren Müttern. Genau. Macht's gut.